Aber machen wir den Gewinn? Ja. Wenn auch nur sehr wenig. Okay, ja, wir haben zu wenig. Brauchen wir denn noch einen DNA-Menschen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja. Da liegt gerade einer. Ich könnte, wie gesagt, noch eine Krankenschwester gebrauchen, die Heilung. Komm, jetzt noch eine, die nix hat. Dann stecke ich die da rein. Ich hoffe, das, ne, das passt nix. Ein Tag, zwei Tage, nein. Vergessen Sie unnötige Toilettenbesuche und genießen Sie stattdessen Schoko-Biskuit-Schwämmchen. Hergestellt mit den saugfähigsten essbaren Substanzen, die der Wissenschaft bekannt sind. Für den geschäftigen Bürger mit mehr Flüssigkeiten als Zeit. Schoko-Biskuit-Schwämmchen. Nimm alles in dich auf. Sehr gerne. Das ist Radio Two Point. So. Passt, genau. Und du kriegst, weil du ja noch keine Dings hast hier, du kriegst Orange. Genau, so war das. Gut, wir brauchen mehr Allgemeinmediziner, das sehe ich ja auch so. Also nicht unbedingt als Allgemeinmediziner, sondern mehr als... In der 3D-Werkstatt wird ein Hausmeister gebraucht. So. Ich hoffe, das verteilt sich jetzt so ein bisschen. Haben wir denn noch Außerirdische hier? Ich glaube, ich muss noch... Ach nee, die habe ich auch schon wieder, ne? Mein Gott, das läuft aber wieder gut hier. Grundstück 8 ist gleich freigeschaltet. Die Forschung läuft. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Kann ja gar nicht so viel schieflaufen. So, Beförderung, alles klar. Öffentlichkeitsupdate, alles klar. Und Weiterbildung... Ja, komm, du kriegst deine komische Forschung 3 Ausbildung. Kann ich denn hier noch ein paar Regale reinbauen? So. Einfach, dass das schneller geht, ne? Zack. Ich hoffe, du machst trotzdem jetzt deine Ausbildung. Bist du dabei? Wie, du musst aufs Klo. Nein, du gehst jetzt in die Ausbildung. Du wolltest ausgebildet werden, jetzt lass dich auch ausbilden. Ja, wo sollen die denn alle sein? Ja, einen höre ich. Zwei höre ich. Was ist das denn jetzt hier? So, vom Sound her müsstest du das sein. Hier sind zwei. Jasmine Odyssey ist nicht nur ein Popstar, sondern auch eine wahre Wohltäterin. Gerade heute Morgen hat sie einige örtliche Krankenhäuser besucht. Sie hat sogar darauf bestanden, ein oder zwei Songs zum Besten zu geben, obwohl die Patienten sagten, dass das wirklich, wirklich nicht sein muss. Was für ein Engel. Musik.
Alles klar, den schmeißen wir auch raus. Haben wir sonst noch einen hier? Da muss man leider immer sehr genau hinhören. Das ist halt immer sonst doof. Da kann ich nicht bei quatschen. Nö, ja, nischt. Wer ist es denn von euch? Weiterbildung abgeschlossen. Jetzt quietscht wieder hier hinten irgendwo am Kopfhörer. Auch interessanter Pyjama. Oder was das sein soll. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Ich sehe die immer nicht. Aber hier auf Station scheint er keinen auf Alien zu machen. Komm, lass ihn mal frei. Ich bin mir sicher, dass das ein Alien ist. Wer so Schlappen trägt. Unzufrieden. Ja, warte mal. Wenn ich gleich rauskriege, dass du ein Alien bist, fliegst du aber sowas von aus meinem Krankenhaus. Könnte mal jemand diesen glühenden Klumpen hier wegmachen, bitte? Na toll. Haben wir jemanden umgebracht? Hier ist schon wieder irgend so ein außerfriesischer. Ich war mir sicher, dass der einer ist. Ja, ich kann mit dem gar nichts machen. Alles klar. Ja, wir kommen nicht so ganz hinterher gerade. Das sehe ich auch so. Tschüss. Spritzen aus. Ja, du hast einen weiten Weg vor dir, das stimmt. Schwerelosigkeit, verdiene 200.000 und alles durchbefördern. Jawohl. Dann gehen wir mal in die Preise. Möchte ich noch das Gemüse aus dem Südosten unseres wunderschönen Countys erwähnen. Leider hat es mich selbst noch nicht dorthin verschlagen. Doch durch so. Meine landwirtschaftlichen Kontakte konnte ich einige Karotten ergattern. Groß wie ein Bein und süß wie sonst nichts. Einfach unschlagbar. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt denken, die kämen aus dem Labor und nicht aus dem Garten. Dickes Lob an die Bauern in Camouflage Falls. Mhm. Tja, was mache ich denn mit denen jetzt hier? Kann man denen nichts wegnehmen? Schade. Schon wieder jemand tot? Wie konnte das denn passieren? Und schon wieder eine neue Krankheit. Alles klar. So, wen können wir denn nochmal weiterbilden hier? Behandlung ist gescheitert. Patient tot. Ja, das kann schon mal passieren. Diagnostik 2, da haben wir zufällig jemanden, der das kann. Und du. Eher der. So. So, was haben wir denn? 2:06 Uhr. Wo ist denn mein Grundstück mit den Erweiterungen? Heilungsrate?
Ich musste doch noch irgendwo Upgrades installieren, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir soweit alles schon haben hier. Schaff 120 ohne Todesfall, räume 30 Abfallstücke auf und Personalstimmung von 85. Heilungsrate von 90%. Na, die habe ich noch nicht. 300 Forschungspunkte, da sind wir bei. Ansonsten habe ich alles schon. Habe ich, also die 15 Upgrades hatte ich schon gemacht. Mann, der Herr Fussel ist aber auch wieder drauf hier. Benötigt Grundstück 5. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber hatten wir nicht vor wenigen Minuten erst so ein Ding? Instandhaltung in der Forschung erforderlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Oder kommt das jetzt öfters? Sie hören Nigel Bickleworth. Auf Radio Two-Point. Vergessen Sie den ganzen Unfug, den Sie bis jetzt gehört haben. Ich bin Sir Nigel Bickleworth und ich bin hier, um wieder Moral und Anstand über Radio Two-Point zu verbreiten. Mhm. Also dieser DNS-Helixierer ist aber auch, weiß ich auch nicht. So, warte mal, dann machen wir doch mal Folgendes. Dann wollen wir doch mal, was brauchen wir denn noch? Irgendwas hatte ich doch noch gerade, brauchte der nicht irgendwas? Wartet auf Chirurgie. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Aufenthaltsraum hier, da bin ich ja bei, aber Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Forschungspunkte sind gleich durch. Wie machen wir das am sinnlosesten? Schocktherapie. Ich meine doch, ne? Dass wir den noch gebraucht haben. So, Schocktherapie brauchen wir auch noch. Okay, dann lass uns das mal hier ein bisschen organisieren. Wir haben zwei Eingänge. Das heißt, wir könnten dieses Ding hier zum Beispiel arbeiten. Nehmen wir die und schieben die hier hin. Oder haben wir einen Viererraum? Viererbreite. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir die Farbtherapie. Hier hin. Dann können wir die nehmen. Und hier hin. Du kommst da mal weg, bitte. Dann können wir das Spritzenhaus nämlich nehmen. Was haben wir jetzt wieder gemacht? Nein. Hier, Spritzenhaus nehmen und bearbeiten. Dann ziehen wir das Spritzenhaus einfach hier rüber. Ne? Sehr gut. Der hier müsste ja jetzt eigentlich da reinpassen, wenn mich nicht so ganz alles täuscht. Ja, der bietet viel Platz. Ja. Guck mal hier rüber. Alles klar. Was wäre denn, wenn wir die Frakturstation hier hinbauen? Aber wir brauchen ja auch noch einen Aufenthaltsraum. Man weiß immer nie, wie es richtig ist, ne? Hier eine Frakturstation hin.
Ja, komm, wir bauen hier eine Fraktur. Hier ist schön groß. Hier muss ja auch noch ein, eigentlich müsste hier noch ein Klo und Aufenthaltsraum hin. So, und Frakturstation wissen wir ja, da brauchen wir nicht mehr als 7. So. Machen wir 2 oder 3 von den Dingern hin. Könnte schon wieder ein bisschen groß sein, ne? 2, 4, 5. Sechs. Sieben. Ja, die Dinger hier zum Beispiel verstehe ich überhaupt nicht. Was soll das? Spinde. Hier passt ein Spinn zwischen. Wäre sowas ja eigentlich besser. Den schön nah ran. Hier, das ist ja Heilung und Diagnostik 1. Da kann auch einer hin. Passt hier vielleicht noch einer hin? Ja. Sehr gut. Dann müsste hier ja eigentlich auch noch einer hinpassen. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? So. Alles klar. Dann haben wir das. Was muss denn noch drauf? Der hier muss noch irgendwo hin. Kann man ja hier so schön hinstellen. So. Dann schauen wir noch mal eben. Wir brauchen mindestens noch ein Entgipser Nummer 2 und Entgipser Nummer 3. Dann brauchen wir noch die große Tür. Die sollte hier hinpassen. Alles klar. Wir haben alles Wichtige stehen. Er hier. Können wir da hinbauen. Die Klimaanlage stellen wir hier hin. Die müsste schön zentral im Raum stehen. Und weil das ja hier Krankenschwestern sind, gibt's Kaffee. Ist aber wirklich wenig Platz, ne? Naja, anscheinend funktioniert das so. Gut, dann lassen wir das so. Das haben wir. Das heißt, wir brauchen ja jetzt Sitzmöbel. Hier gehen leider nur die Korbstühle. So. Passt hier irgendwo ein Traumfänger hin? Ja. Einfach nur just for fun, weißt du, dass wir einen haben. Gut, ein Mülleimer wird da nicht hinpassen. Muss denn sonst noch irgendwas auf diese Station? Was haben wir denn noch? Wir machen keine Diagnostik. Wir brauchen also keinen Diagnostikroboter. Für sowas haben wir hier Platz, alles klar. Klimaanlage haben sie. Die müsste auch ausreichen. Wenigstens grob. Vielleicht ist es hier hinten ein bisschen warm oder so, keine Ahnung. Nö, dann haben wir 2, 4, 6, 7 Betten. Mehr geht ja nicht, anscheinend. So, wir können hier noch eine Waage hinbauen.
Die macht allerdings keinen Sinn. Dann können wir hier sowas noch hinbauen. Mülleimer ist auch immer nicht schlecht.